Bundespräsident Horst Köhler war so volksnah, dass er sich jetzt wieder unter das Volk mischt. Er ist zurückgetreten. Das haben vielleicht nicht alle mitbekommen. Die Verfassung muss nun geändert werden, denn entweder wird das Amt eingespart wegen zu hoher Unkosten oder es darf nur mit Abiturientinnen besetzt werden, wenn sie den Eurovision Song Contest gewonnen haben. Die SPD in Hannover hat Margot Käßmann vorgeschlagen.